Guten Tag. Wir schreiben das Jahr 1983. Und Porsche bringt das erste Cabrio seit dem 356er auf den Weltmarkt. Das ist ein 1983er Porsche 911 SC Cabrio. Wurde nur ein Jahr gebaut. Danach kam ja dann der Carrera, der unter anderem auch einen größeren Motor hat. Und den gab es dann auch wieder als Coupé Targa Cabrio. Aber den SC gab es nur ein Jahr als Cabrio. Hier in einer zeitgenössischen Farbe. Das ist Moosgrün. Finde ich wunderschön. Passt hervorragend zu dem beigen Ledersitz. Fahrzeug kommt auf Kappfelgen. Darüber kann man dann geteilter Meinung sein. Man könnte natürlich jetzt dann doch zeitgemäßere Felgen draufsetzen. Aber schaut gut aus. Das Fahrzeug kommt aus dem Whisky-Bundesstaat Kentucky. Sehr schön hier das goldene SC-Zeichen. Den Käufer freute es sehr, dass wir nicht den Heckflügel haben. Hier im Blick auf den bekannten Motor in der US-Version fröhlich 177 PS. Oh, völlig ausreichend. Hier ein kurzer Blick auf den Makler Ihres Vertrauens. Das Fahrzeug hat alle Sticker, alle Aufkleber. Das wurde vorinspiziert und als sehr gut befunden. Kurzer Blick ins Innere. Hier haben wir es jetzt einfach, da das Dach offen ist. Das Dach ist manuell. Lederbeige. Ein Aftermarket-Kassettenradio und die Kassettenfächer. Jetzt brauchen wir nur noch Kassetten. Schlüssigerweise eine Handschaltung. Hat einen Kilometerstand, eine Laufleistung von nur 68.000 Meilen. Der Vorbesitzer pflegte und hegte diesen Wagen über 20 Jahre und gab ihn widerwillig ab. Da bin ich sehr begeistert von der Farbe. Natürlich, wir haben ein paar Steinschläge. Vorne die Nebelscheinwerfer. Das Fahrzeug kommt gut dokumentiert. Unfallfrei. Ein Oldtimer. Wohlgemerkt, wir können das Fahrzeug, oder der Besitzer bringt das Fahrzeug mit 6% Einfuhrumsatzsteuer über die Niederlande in die Europäische Union, macht dann die Homologisierung mit unserem Homologationspartner, eine wunderschöne Wortwahl für etwas, was vielleicht gar nicht nötig ist, und wird dann den Wagen im Frühjahr mit Freuden fahren können, weil das Wetter wird es jetzt nur hier erlauben, uns ein solches Fahrzeug offen zu fahren. Wir, das Team von Schone Autobrokers in Fort Lauderdale, Florida, wünschen Ihnen, lieber Kunde, allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen mit diesem wunderschönen 911 SC Cabrio. Da wir uns ja hier schon bei unserem Verschiffungspartner, deutschen Verschiffungspartner, befinden, bewegen wir den Wagen nun zur Verladerampe. Dort wird er verpackt in einen Container. Der Container geht zum Hafen in Miami. Dort verbringt er 3 Geschäftstage und nimmt dann den nächsten Frachter nach Rotterdam. Vielen Dank und auf Wiederhören.